Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Ach, wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Oh, jetzt geht er gleich ab. Haytham zum Treffen der Offiziere folgen. Keine langen Worte verlieren, gleich handeln. So kennen wir die Templer. Ein Hund? Die kranken Hunde erlegen. Ja. Dann halt nicht. Suchst du etwa Streit, Freund? Nein. Ich habe einen Hunden krank erlegt. Einen Hunden krank. Einen kranken Hund. Und ich höre es glitzern, ja. Ihr hört es wahrscheinlich auch, aber es ist mir jetzt egal. Alter. Wo kletterst du denn bitte hin, Papi? Da hoch, okay. Dann folgen wir Haytham und schauen mal, wo er uns hinbringt. Den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Du bist so klug. Am Leben, Connor. Vielleicht wissen Sie etwas. Okay, die Kommander müssen am Leben bleiben. Das sind auch die, die sich ganz feige da hinten verstecken. Da laufe ich schon mal nicht Gefahr, sie aus Versehen umzubringen. Ein bisschen Kugeln für dich. Tomahawk für dich. Und der Regen sieht schon echt extrem geil aus. Komm, ladet mal nach, Jungs. Oh, Mist. Oh. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh! Wieso hören wir eigentlich auf den Kerl?
Und wieso ist der Kerl noch nicht viel weiter weg? Ich brauche Hilfe! Ja, kriegst du aber nicht. Oh, ich konnte der Frau unter den Rock gucken. Komm nicht näher! Ich komme aber näher. Haltet ihn! Hab dich. Los. Fahr zur Hölle. Ich sagte los. Alter, die Musik. Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann, kommt mit. Den Offizier zum Voreskortieren. Los. Ah, okay, Zielstoßen. Cool. Genau wie bei unserer Hinrichtung. Da wurden wir auch die ganze Zeit in den Rücken gestoßen. Los, geh! Vorwärts. Fail. Los jetzt. Die Treppen hoch, komm! Geh, Gefangener! Geh in dein Verderben! Und bete zu Gott, dass mein Finger nicht am Abzug zuckt. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Sequenz 10. Wechselnde Methoden. Mission beendet. Und mir gefallen Hathams Methoden nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Denn Hatham tötet ohne Rücksicht. Ohne Gnade. Und wir unsere Koalition, unser Bündnis. Auf dieses Verbrechen steht der Tod. Weiter geht's. Unverzüglich vor diesen Zeugen vollstreckt. Ihr habt nichts getan. Hören. Ich bin euch so dankbar. Ja, wir machen das noch schnell. So, Exekution verhindert. Oh, cool. Ja, ein blutverschmierter Connor sitzt in der Ecke auf dem Boden wie ein Penner. Und wie es weitergeht, das erfahren wir das nächste Mal bei Assassin's Creed 3. Ich bin Yesuanji, das ist Connor. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und jetzt macht's alle wie gewohnt weiter und haut rein. Ciao.